Heute wollen wir uns mit Widerständen und Kondensatoren beschäftigen. Und ich habe auch heute noch jemanden mitgebracht. Mein Sohn Dominik ist heute bei uns und wird die Experimente durchführen. Okay, Widerstände und Kondensatoren. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet auch. Da ist es immer gut, wenn wir uns das Ganze mit dem Ostsee anschauen. Dominik, schalt doch mal das Ostsee ein. Und wir brauchen auch eine Steuerquelle, also eine Wechselspannung. Und dann nehmen wir den Signalgenerator hier. Schalt doch mal den Signalgenerator ein. Aha. Und dann muss man den immer noch, damit er was Gescheites tut, hier auf extern schalten. Und dann nimm doch mal das BNC-Kabel da raus und schließt es hier an. Weißt du, so mit Bajonett so ein bisschen reindrücken und dann drehen. Genau. Und dann in diese Ausgangsbuchse da. Genau. Und dann schalten wir noch die Wellenform hier auf Sinus um. Na, das geht mit dem Druckknopf. Genau. Okay. Gut. Und dann gehen wir noch auf eine vernünftige Frequenz, vielleicht auf 1 Kilohertz. Genau, mit dem da. Oh, 1,4 Kilohertz, das ist gut. Okay. Prima, alles klar. Dann schauen wir mal das Kabel. Genau, das geht hierher in so ein kleines Board und kommt dann hier so als 3,5 mm Kabel raus und es hat dann hier so Stecker. Der schwarze ist Masse, also Ground, und die anderen zwei, der gelbe und der orange, sind linker Kanal und rechter Kanal, wobei wir jetzt da nur einen Kanal haben. Und mit diesem kleinen Schalter kann man umschalten, welcher der beiden Kanäle, wenn du es mal festhältst, welcher der beiden Kanäle, so ist es, was weiß ich, der linke so ist es der rechte. Dann würde ich jetzt sagen, steck doch das einfach mal hier in dieses kleine Breadboard rein. Als Masse nehmen wir vielleicht die blaue Linie da unten. Das ist Minus. Oh ja, fang doch ganz links an. Genau. Okay. Und dann schauen wir mal mit dem Ostsee, ob wir das Signal sehen. Genau, wir stecken die Masse vom Ostsee auch auf Masse, damit die Masse gut verbunden ist. Genau. Und dann nehmen wir mal eine von den Prüfspitzen. Ah, da sieht man auf dem Ostsee oben schon so ein bisschen ein Signal. Aha, auf da ist nichts drauf. Und hier auch nicht, weil es so ist, dass bei dem Breadboard immer hier diese fünf untereinander verbunden sind. Also bloß bei den Plus-Minus-Reihen ist es so, dass die durchgehend verbunden sind. Ah ja, und schau her, da sieht man auch schon was. Das meine ich, ist schon unser Signal. Ah ja, und da sieht man viel mehr. Okay. Jetzt schauen wir mal, wie die Regler stehen. Die Regler stehen, genau, die stehen auf mal 1, glaube ich, oder? Ein bisschen schwer abzulesen, aber ja, das ist mal 1. Genau. Passt. Lass mal auf mal 1. Und der steht auch auf mal 1, das ist auch gut. Und was wir jetzt hier sehen, ich glaube, ich mache mal das Licht aus, dann sieht man das besser, ist auf dem einen Kanal ein ziemlich starkes Signal. Kannst du das ablesen? Wie viel Volt ist das denn? 4,8 Volt. 4,8. Ja, zum einen ist der Regler hier nicht ganz da, aber das macht jetzt da gar nicht viel aus, gell? Aber wir stehen Ein weiß nicht, Volt, auf 1 Volt, genau. Und es sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, fast 7 Volt. Achso. Und der andere steht auch auf 1 Volt, aber da ist es deutlich weniger als wie 1 Volt.
Und warum das so zittert, weiß ich jetzt auch nicht recht. Vielleicht, weil er nicht gescheit triggert hier. Schauen wir mal auf den anderen. Ah ja. Jetzt schauen wir mal, welcher Kanal hier was ist. Genau. Ah ja, der hier, das ist der. Und das ist der kleine, gell? Okay. Also, wir haben jetzt hier an unserem Eingang ungefähr 6 Volt, 7 Volt an Spannung. Dann würde ich sagen, legen wir noch mal einen Widerstand in Reihe damit. Schauen wir mal hier, haben wir die Widerstände. Ja, mein Dings einen 10 Kilo Ohm Widerstand. Schauen wir mal, welcher da 10 Kilo Ohm hat. Das sind die mit den 5 Ringerl. Der da. Das kann man auf der Kamera sowieso nicht sehen. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob man, da kann man nicht mehr scharf stellen. Ne? Das sieht man nicht. Dann tun wir mal den jetzt einfach in Reihe liegen. Genau. Okay. Und ich würde sagen, den einen Kanal vom Ostsee, den tun wir sozusagen ganz vorne hin. Da, wo das Signal vom Funktionsgenerator reinkommt. Genau. Okay, und der andere ist nach dem 10 Kilo Ohm Widerstand. Und was würdest du jetzt sagen, wie schauen die zwei Kurven aus? Gleich, oder? Gleich, würde ich auch sagen. Dass die gleich ausschauen. Der 10 Kilo Ohm Widerstand dämpft also das Signal nur ganz wenig. Das liegt daran, weil das Ostsee einen Eingangswiderstand von 1 Mega Ohm hat. Also 100 mal so viel, also geht bestenfalls ein Hundertstel weg und das kann man gar nicht mehr richtig sehen. Jetzt habe ich aber noch so ein paar Kondensatoren vorbereitet. Und was meinst du wohl, wenn man jetzt so einen Kondensator hier nach dem Widerstand auf Masse schaltet, wie das Signal beeinflussen wird? Ich würde mal annehmen, dass wir dann eine Schwingung, die der Resonanzfrequenz des Kondensators entspricht, bekommen. Also eine andere Frequenz. Okay, jetzt schauen wir es uns einfach mal an. Okay, und was sehen wir hier auf dem Bildschirm? Bisschen verschoben, aber nicht wirklich viel. Aha, jetzt kann man auf dem alten Ostsee hier natürlich nicht wirklich sehen, wer was ist. Jetzt schauen wir, wenn ich auf Kanal 1 gehe, das ist der, der ganz vorne ist, da kommen wir hier die Y-Dings. Ah ja, genau, jetzt hast du ausgesteckt. Das ist der Kanal 1 ganz vorne und der Kanal 2 ist der nach dem RC-Glied. Und also du hast zum, wir bemerken zwei Dinge. Wir können auch mal, tun wir mit der Zeitbasis ein bisschen reinzoomen auch, dass man sozusagen genauer sieht. Okay, genau. Wie unterscheiden sich die zwei jetzt? Die nach dem RC-Glied ist ungefähr um ein Kästchen verschoben nach rechts. Okay, und was heißt jetzt das, dass die um ein Kästchen nach rechts verschoben ist? Dass sie zeitverzögert ist. Genau, die kommt später. Und wir können jetzt sogar ablesen, um wie viel das die später kommt. Wir können mal da den Peak gerade da oben einstellen. Und dann können wir hier, okay, jetzt schauen wir mal. Dann sind wir hier bei einem, ich würde mal sagen 1,5 Kästchen. Und wir sind bei 50 Mikrosekunden pro Kästchen. Also sind wir bei, sagst du mir, 125 Mikrosekunden. Ich glaube bei 75. Ein Kästchen ist 50 Mikrosekunden und wir sind bei den beiden Scheiteln bei ungefähr 1,5 Kästchen. Okay, das schreibe ich jetzt einfach mal auf. Und was bemerken wir noch an der zweiten Kurve?
bisschen gedämpft. Genau, ein bisschen gedämpft. Also einmal verzögert um 75 Mikrosekunden. Wir haben hier mal für verschiedene R- und C-Werte die Verzögerungen aufgeschrieben. Bei 10 Kiloohm und 10 Nanofarad sind die gemessenen 75 Mikrosekunden eingetragen. Wenn wir dann auf 40 Nanofarad gehen, springt die Zeit auf 140 Mikrosekunden. Und wenn wir dann auch noch den Widerstand vergrößern, steigt die Zeit nochmals etwas an, aber gar nicht mehr so viel. Wir haben diese so berechneten Werte ebenfalls in der Tabelle eingetragen und sie stimmen recht gut mit den Messwerten überein. Die Formel für die Abhängigkeit der Verzögerungszeit von R und C ist gar nicht so einfach und sie enthält eine Arcus-Tangens-Funktion, was die Abflachung der Abhängigkeit von R und C mit größeren Werten erklärt. Jede Verzögerung lässt sich leicht in eine Phasenverschiebung Phi umrechnen, denn Phi ist gleich 360 Grad mal F der Frequenz mal Tau der Verzögerung. Man sieht, dass die Phasenverschiebung maximal bis auf 90 Grad anwachsen kann. Dann würde ich sagen, baue jetzt mal ein zweites RC-Glied in Reihe zu dem. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch einen 10 Kiloohm Widerstand finden. Genau, hier haben wir den. Genau, und jetzt schauen wir uns das von hinten an. Okay. Blick hier auf den Ostseeschirm. Wir können, dass wir das sehen, wieder ein bisschen hier rüberfahren. Okay, das ist ungefähr das Maximum. Und wo haben wir jetzt das Maximum von der zweiten Kurve? 150 Millisekunden später. Ja, ich würde sagen 1, 2, 3, 3,5 Kastal. Genau. Vielleicht 175, ja. Und damit man es besser sehen kann, können wir die Amplitude von dem zweiten jetzt einfach anheben, indem wir den Amplitudenregler, genau so. Und wenn wir mit dem Feinregler das sozusagen genau auf die gleiche Amplitude drehen. Okay, genau, jetzt kann man es vielleicht besser erkennen. Es sind so, ja, 3. Ja, du hast recht. Ich würde sagen, jetzt wo man es genauer sieht, dass hier das Peak ist, dann sind es ziemlich genau 3. Also 150 Mikrosekunden. Dann machen wir doch noch so eine RC-Glied in Reihe und ich schreibe das auf. Zweimal RC, 150 Mikrosekunden. Jetzt baut Domi das dritte RC-Glied ein. Dann können wir das auf Channel 1 triggern. Okay, super. Dann mach vielleicht auch wieder die zwei Kurven so gleiche Höhe. Genau. Und jetzt bin ich auf 100 Mikrosekunden runtergegangen. Kannst du wieder auf 50 Mikrosekunden Zeitbasis gehen? Okay. Dann schauen wir mal. Ich mache es immer so, dass ich, was weiß ich, das eine auf gerade so ein vertikales Kastel. Nein, das ist der X-Post-Knopf da oben, ganz oben links. Der da, genau. Genau, jawohl. Was sagst du, wie viel Kastal sind es? 4,5. 4,5, da die auch sagen, genau. 200. Sagst du, wie viel Kastal sind es? 4,5. 4,5, genau. 225. Okay. Dann machen wir noch eins hin. Okay. Wir sind jetzt schon ganz gespannt hier. Was meinst du, was passieren wird? Noch weiter verschoben. Noch weiter verschoben. Okay. Linear. Okay, genau.
Was meinst du, wie viele Kastel? Ein bisschen weniger als sechs. Rund mal auf sechs. So genau geht es hier nicht. 300 Mikrosekunden. Genau. Ich schreibe das auf hier. Vielleicht sind es 290 oder so. Super. Okay. Bei der Reihenschaltung mehrerer RC-Glieder addiert sich also jeweils die Verzögerungszeit und die Phasenverschiebung Phi nimmt damit ebenfalls linear zu. Das Signal nimmt aber gleichzeitig in der Amplitude von Stufe zu Stufe ab, wird also immer schwächer.